Wir sind auf der O'Hara Ranch, die glorreichen 5. Handlanger der DeWitt Company wollen O'Hara's Ranch bei Anbruch der Dunkelheit angreifen. Cooper hat Kate versprochen, ihr bei der Verteidigung zu helfen. O'Hara Ranch. Scheiße. Hey, hör auf deinen verdammten Daumen zu schlagen. Tut mir leid, Mr. O'Hara. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Sag dir dann an, sie sollen nach Hause gehen. Verstanden. Viel Glück, Sir. Hector, ist das der Rest vom Teeröl? Aber sicher. Alles andere haben wir ausgekippt, wie sie verlangt haben. Den werden wir Feuer unterm Hintern machen. Hey, sieh mal an, wer da ist. Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Schön, dass Sie beide es zu unserem kleinen Grillfest geschafft haben. Wer ist dieser Vogelscheuche, Amigo? Mein Name ist McCoy, Amigo. McCoy? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an der Seite eines Schotten kämpfen würde. Nicht böse gemeint. Schon gut. Hör zu, wir haben Reiter gesehen, die den Bergpass herunterkommen. Nun gut, dann legen wir mal los. Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten. Demjenigen, der die meisten erwischt, spendiere ich eine gute Flasche Whisky. Abgemacht? Whisky, hm? Geht klar. Ich werde mich unten im Bootshaus verstecken. Guter Mann. Guter Mann. Was ist mit Ihnen, Mr. McCoy? Meinen Sie, das kriegen Sie besser hin als Mr. Hector? Als ob ich gegen einen Neandertaler wie ihn verlieren würde. Halten Sie den Whisky bereit. Gut. Das gefällt mir. Sie haben mir nie gesagt, dass Ihr Freund den Charme einer Klapperschlange besitzt. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn. Ich würde sagen, wir gehen besser rein, bevor Sie kommen. Also gut. Zeigen wir diesen Mistkerlen, wer der Boss auf dieser Ranch ist. Onkel Ian? Was? Was ist denn, Katie? Das ist alles meine Schuld, oder? Wovon zur Hölle redest du da? Wenn ich die Urkunde nicht verloren hätte. Oh, Katie. Higgins hat alle betrogen, nicht nur dich. Ja, aber... Kein Aber. Das stehen wir jetzt durch. Das tun wir immer. Du hast wohl recht. Zeigen wir diesen Hunden von der Company, warum man sich nicht mit deinem O'Hara anlegt. Geben Sie auf, O'Hara. Die Ranch gehört jetzt uns. Das ist unser Land, du stiefelleckendes Stück Müll. Kriegst du den Witz zurück und sag ihm das. Tja, klingt, als wären sie beschäftigt. Dann wird es wohl Zeit, mir mein Geld zu verdienen. Worauf wartet dieser Einfallspinsel? Er wird sich doch wohl nicht noch im Bootshaus versteckt halten. Ich werde besser mal hingehen und nachsehen. Überall sind Männer von der Company. Gut, dass es Nacht ist. Ich muss nur unauffällig bleiben und das Licht meiden. Zuerst muss ich mich allerdings um diese Scherzkekse kümmern. Okay, wir sind jetzt mit McCoy unterwegs. Oh, da kann sich sogar selber bandagieren. Das ist auch interessant. Kurz speichern und dann schauen wir mal, was uns der Hinweis sagt. McCoy kann ein Fläschchen mit Sumpfgas werfen, das alle Wachen in seinen Radius ausnockt. Longcots sind durch ihre Bandanas geschützt und können nur vorübergehend ausgenockt werden. Gut, dass ich aufgestockt habe. Ein einzelnes Fläschchen sollte reichen. Viele habe ich mit. Es ist stark, es ist echt stark. Alles. Ich sollte mich um sie kümmern, bevor sie aufwacht. Auf den Whisky. Nichts. Ich hab da so. Geht ganz schnell. Ein Problem weniger. Jetzt zum Bootshaus, dachte ich mir schon.
Ich bilde es mir ein, aber ist es nicht der Sprecher von Doc McCoy? Ist doch derjenige auch, was bei Galileo die Beiträge einspricht, oder Leute? Gerechtet. Oder täusche ich mir jetzt gerade? Das kostet ja. Dieser Hinweis. Manche Lichtfüllen können ausgelöscht werden. 10 Wachen, ein ausgelöschtes Licht, so gehen sie dorthin und muss erneut anzuzünden. Dann schwierig, ich im Licht an ihnen vorbeizukommen. Vielleicht sollte ich die Lampe löschen. Das könnte sogar die Wache anlocken. Ich bringe mal sicher, sagen wir mal, irgendwo hin. Sicher ist sicher. Liefern wir das hier ab. Scheiße! Ah, das riecht nach Ärger. Oh, der hat eine Laterne, interessant. Die Wache mit der Lampe behalte ich besser im Auge. Na gut. Das könnte interessant werden, ne? Man bekommt, was man bezahlt. Ich warte mal kurz den Zyklus ab, bis der wieder zurückkommt. Dann schalte ich ihn aus und dann kann ich mich um ihn kümmern. Ein Problem könnte er werden, wenn er das sieht. Er könnte ein Problem werden, weil er sieht das. Mehr werden wir sehen. Erinnert mich an den Krieg. Okay, wir können hier uns verstecken. Oh, wir können sogar hier hinten dran vorbei. Eine Anwende. Seegrub. Der mit so. Der könnte ein Problem. Der ist ein echtes Problem. Nicht stehen bleiben. Wie böse ist das Problem jetzt? Geladen und bereit. Könnt ihr ihn anlocken? Aber muss ich erstmal kurz eine Rotation. Ich warte nochmal kurz die Rotation ab, weil er kommt jetzt wieder, der Poncho Boy. Oder die Poncho Dame. Da versuche ich ihn hier anzulocken. Werfen wir den Fehler aus. Auf den Wissen. Ist sie dann nicht, okay. Dann probieren wir das nächste Mal in der. Wenn die Poncho-Dame zurückgeht, wieder hier. Wenn sie jetzt noch zurückgeht. Wieder zurückgeht, dann sieht er ja ganz kurzzeitig. Also im Rücken von ihr. Werfen wir die Tasche. Aber so, dass er sieht. Wer will einen Blick riskieren? Na komm schon. Ach Gott. Nichts beschädigt. Goddammit. Hatten wir schon genau wie alle. Dann schauen wir mal, ob sie die Tasche hier sieht. Natürlich nicht.
durch die Halle. Aber eine interessante Sache ist, sie wird hier nicht gesehen. Oder wir machen einfach mit. Gut. Wir machen es ganz einfach. Wir machen es auch immer ganz einfach. Teufel! Er sieht mich. Fuck. Dachte ich mir schon. Gut, er sieht mich. Deshalb wird es nicht bedacht. An die Individualität habe ich nicht gedacht. Gut. Gut. Dann. Man bekommt, was man bezahlt. Wieder voll ausgerüstet. Meine Spezialität. Was ist denn, wenn ich hier Regen gemacht habe? Wer denn einen Lieblingsrohr? Okay, ihr interessiert es nicht. Wer braucht eine Sprache? Wir sehen uns in der Hölle. Aus den Augen, aus dem Sinn. Verstanden. Verstanden. Das wird allmählich langweilig. Das Hass für die Geier. Das war jetzt gut. Das war gut. Auf den Boden. Hoch. Das war jetzt besser. Den hier zu erledigen. Schaffe dich aus dem Weg. Aus den Augen. Bringen wir ihn hinter diesen Paragen. Mit Hoffen, dass wir keinen Alarm schlagen, dass sich hier irgendwer Verdacht schöpft. Also über dir. Machen wir es sogar. Deine Anwende. So, das dauert jetzt ein bisschen. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Gibt es hier irgendwo einen Special Boy? Okay, die sind hier beschäftigt. Okay, du bist fertig, Doc. Na gut. Gina the Brush. Das schaut mir doch nach Mimimi-Mitarbeiterin aus, oder? Die gute Gina. Alles an seinem Platz. Einer nach dem anderen. So, wird da irgendjemand aufmerksam, wenn ich das jetzt mache? Du gehst hier. Patrouille. Interessiert dich das? Hör zu, das ist der Plan. Wir machen einen großen Strohhaufen und zünden ihn. Wer hat hier das Sagen? Offenbar geben die Longcoats den Ton. Ich gehe ihnen besser erstmal aus dem Weg. Ah, da ist der Weg, okay. I see. Gina, du bist jetzt erstmal safe. Erstmal. Der kommt mir gefährlich werden. Er hier. Also solange ich mich nicht in Lichtgang bewege, sollte ich eigentlich safe sein. Der Problem lässt mich das erste unterwegs. Okay.
Okay. Man bekommt, was man bezahlt. Bist du gesehen? Wen bist du gesehen? Okay. Zwei, okay. Das bringt gar nichts. Hey, wie läuft? Ah, das riecht nach Ärger. Da ist das Bootshaus. Wenn er noch drin ist, sollte ich besser nach ihm sehen. Ich wette, was mit das euch, Hector, schafft sie sich einen Rausch aus. Das verschreibt der Doktor. Genau mein Gedanke. Geht ganz schnell. Schön still halten. Einer nach dem anderen. Brennt gut. Ja, es wird jetzt eigentlich gar nicht. Los geht's. Okay. Das wollte jetzt nicht, aber egal. Es ist interessant zu wissen, dass wir hier Fackeln aufheben können. Die Tür ist verschlossen. Aber das lässt sich regeln. Deswegen, Hector wird eingesperrt. Danke fürs Öffnen. Die verdammte Tür ist hinter mir ins Schloss gefallen. Wollen Sie mir etwa sagen, dass ein Kerl wie Sie keine verschlossene Tür aufbekommt? Nicht so leise wie du. Und? Was habe ich verpasst? In Ordnung, O'Hara. Sie haben es so gewollt. Zeit für die schweren Geschütze. Tut mir leid, Boss. Wir warten noch immer auf die Tür. Muss ich denn hier alles selber machen? Du, komm mit mir, um die verdammte Munition zu holen. Ihr übrigen Dumpfbacken, beschäftigt euch bis dahin. Wie lautet unser Plan? Mein Plan war es, die Longcoats auszuschalten. Die haben das Sagen. Wenn die erledigt sind, haben wir vielleicht eine Chance. Dafür bin ich genau der Richtige. Große Jungs sind meine Spezialität. Oh, natürlich. Pass auf, ich habe noch etwas, das uns helfen könnte. Siehst du das Glänzen am Boden? Das ist Teeröl. Brennt wie Zunder. Sogar bei Regen. Wir schnappen uns am Feuer eine Fackel, warten, bis jemand reintritt und zünden sie dann an. Tja, ich finde, das ist einen Gedanken wert. Also gut, legen wir los. Und immer schön mitsehen. Ich habe den Whisky schon im Blick. Ganz wie Sie wünschen. So. Wir nehmen jetzt mal Hector. Wir haben ja keine Ahnung. Und bringen mal hier die Leute weg. Komm zu, Hector. Zwei sind besser als einer. Bleib da, ich muss durch. Was ist denn los, Hector? Warum? Klappe. Er ist nach New Orleans aufgebrochen. Verstanden. Wir lesen mal hier den Tipp. Oh, Hector hat eine abgesägte Schrotflinte, das sehe ich gerade. Ölfall können entzündet werden, dadurch werden alle in Reichweite getötet, ohne dass der Alarm ausgelöst wird. Schnapp dir eine Fackel von einem großen Lagerfeuer und wirf sie in das Öl. Vorsicht, sobald du eine Fackel kriegst, bist du sichtbar. Betriffst du mit der Fackel ein Gebüsch, wird sie ausgelöscht. Interessante Mechanik. China steht da noch. Sehr gut. Hier kommen wir nach China. Da drüben? Kein Problem. Hey. Na los, amigo. Hey, wo ist Frank? Ich dachte, er ist hier der Boss und nicht ihr alle. Das ist eine Klappe. Klarer Fall. Schauen wir mal, den hier raus. Ich mach's mit Singstimme. Den hier raushocken können. Also die beiden möchte ich erledigen. Geht der Longcoat in die Ding rein? Das ist die Frage, meine Frage, was ich mir stelle. Den können wir auf jeden Fall auch in Bianca reinlocken.
Er würde reingehen, das passt perfekt. Augen auf. Das war der Erste. Ich hab den Ersten erwischt. Schön für Sie. New Orleans aufgebrochen. Und jetzt an die Arbeit. Wir haben die ganze Nacht zu. So. Gibt's jetzt extra, damit ich in den Busch reingehe, weil dann erspare ich mir das Verstecken. So, ich spiele nochmal. Nur andere Wache. Weil dann kann ich hier einfach hergehen mit einer Fackel. Und dann im richtigen Moment dann raus hier rein. Und ihm das vor die Nase werfen. Holen wir uns ein. Schon unterwegs. Hey, stapel das Stroh hier auf. Wenn du damit kannst. Ah, das ist ein Poncho. Hey, wo ist Frank? Ich dachte, er ist hier der Boss und nicht ihr alle. Klappe. Er ist nach New Orleans aufgebrochen. Und jetzt an die Arbeit. Jetzt wird's heiß. Wie weit ist der maximale Radius? Unten kann hier. Jetzt kommt Bianca. Oh, fertig. Jetzt machen wir mal Lärm. Ich bin am Zug. Ich mach's mit Singstimme. Mal schauen, ob ich den hier reinlocken kann. Erstmal speichern, bevor der Feldmann zurückkommt. Kein Problem. Hey, hier drüben. Das hab ich gehört. Bianca, das sind zwei. Machen wir. Ist nichts dabei. Hier kommt der Postbote. Teufel. Und es war knapp. Aber wir können heute jetzt einfach zum Doppelkreu einfach hergehen. Gut, in Ordnung. Hector, kannst du eine abgesägte Schrohung verwenden, um mehrere Feinde mit einem lauten Fernangriff auf einmal auszuschalten. Alle Feinde innerhalb des roten Kreises werden getroffen. Aber wir wollen sie als Unfall aussehen lassen, Leute. Und daher werden wir jetzt hier die Fackel nehmen. Nicht stehen bleiben. Auf dem Whisky steht mein Name. Das sollte als Fackel reichen. Vorsicht, jetzt können sie uns sehen. Verstanden. Hä? Was zum Teufel? Meiden wir das Licht? Hey, stapel das Tor hier auf. Wenn du damit fertig bist, setzt du den Stall in Brand. Hey, wo ist Frank? Ich dachte, er ist hier der Boss und nicht ihr alle. Gut. China wird es sehen, aber es wird schon hinhauen. Hoffe ich zumindest. Ansonsten muss ich wirklich mit dem Dog hier eine Ablenkung machen. Und dann mit Hector das reinwerfen. Dachte ich mir schon. Das war jetzt leider schlecht getimt. Ich hab zwar China erwischt, ja. Aber. Aber das Problem ist, es wurde Alarm ausgelöst. Das möchte ich ja nicht. Ich wird's heiß. Klappe! Er ist nach New Orleans aufgebracht. Okay, wir müssen uns um diesen Poncho Boy hier noch kümmern. Der sieht mir die ganze Zeit. Verstanden. Neuer Haus wird gefällig. So müsste es klappen. Nee. Drei erledigt. Nee. Er muss ja genau in dem Moment umbringen. Jetzt kommt die Axt. Kein Problem. Drei erledigt. Das kriege ich hin. Das ist knapp. Problem ist, der Doc wird halt von ihm jetzt auf einmal gesehen.
Los geht's. So. Jetzt sind wir schon mal gut in Position. Dass wir ihm hier dann nochmal eine reinhauen können. Wie gesagt, ich möchte das gern halt verbrennen. Klappe! Er ist nach New Orleans aufgebrochen. Jetzt an die Arbeit. Wir haben nicht die ganze Nacht. Setzt das sie gerade doch mit nicht hin. Ich habe Lust auf Kahlschlag. Was ist denn los? Du kommst ja gar nicht mit. Ich lass mir nur Zeit. Er fällt mir. So. Können wir erstmal speichern. Bin er jetzt misstrauisch, weil der Typ nicht daherkommt? Hey, wo bleibst du denn? Ja. Versteckst du dich vor mir? Er wird nicht rasch. Gut, da die beiden jetzt hierher schauen, kann ich eigentlich einen Dog hierher holen. Dann kann ich eigentlich die Aktion hier abbrechen. Das sollte eigentlich. So. Jetzt mal zwischenspeichern. Hector, hol dir eine Fackel. Man bekommt, was man bezahlt. Mit dem falschen die Fackel geholt, ich Idiot. Ich war noch auf dem Dock. Bianca knurrt der Magen. Also du warst schon eine Fackel. Okay. Unterwegs. Komm schon, ich will nicht den Schnitt. Okay, er hat jetzt Interesse dran verloren, interessant. Das ist gut. Er hat das Interesse verloren, das ist gut. Licht aus. Verstanden. Ah nee, die Fackel ist wieder aus. Na also. Gut, das ist so die bessere Variante. Ich hab den ersten Long Code erwischt. Das ist definitiv besser so. Oh Mann. Ich mir keine Sorgen machen. Man bekommt, was man bezahlt. Wie ist der Plan? Ach so. Ah. Oh. Also du bist ein Doktor. Ein echter. Haben Sie ein Problem damit? Schlösser knacken. Schießen. Lernt man das in der Doktorschule? Ich habe viele Talente. Kein Problem. Holen wir uns ein. Wie viel können wir erledigen mit den Steinen? Mal schauen, dass wir das Maximum hier rausholen. Alles klar. Nein. Oh, Scheiße. Das ist völlig falsch. Steckt sich da denn jemand? Wie zum Teufel ist das passiert? Ich könnte jetzt runter von dem Formschinger. Gerade noch hier? Den Longclub machen, wenn er wenn sie jetzt weggehen würde. Das ist natürlich. Dr. Harris, die haben wohl Fallen aufgestellt. Okay. Wollen wir dann? Genau mein Gedanke. Jetzt mal runtergehen. Auf den Whisky. Wir mal kurz verstecken.